Komm, let's go. Es nickt sie wieder nach hinten, alles klar. Boah, schön Wheelspin gehabt mit Frontantrieb. Heyo, was geht? Where's COT? Und heute geht's hier los mit Street Racing Syndikat. Ja, legen wir auch direkt los. Noch ganz schnell Profil auswählen. Hab das schon mal erstellt, hab das Spiel noch nicht gespielt. Aber mal gucken, was da auf uns zukommt. Street Mod wird wahrscheinlich Karriere sein, wenn Arcade Mod auch da ist. Gehen wir mal da drauf und dann gucken wir einfach mal. Hey, what? Oh, hell no. When? Yeah. Man, I told that fool. Yeah, hit me back. I can't believe that fool. The cops popped Eddie last night for street racing. Man, if we don't run, I'm out 3 G's. Right. Huh, I got this. Okay, check it. You're racing in the GTR today. You just can't lose in that, baby. Win this, and you'll have a fat stack to buy a ride. I'll split the winnings with you. Come on, let's go. Okay, wir dürfen Nissan GT-R R34 fahren. Richtig geil. Oh, da kommt schon RX-7 angefahren. Was macht mir den Kopf da so nach hinten? Schon direkt am Anfang erster. Ist ein bisschen einfach, kommt man so im ersten Moment mal so vor. Das ist ein da ist die Bremse. Ist genau umgekehrt die Bremse wie in Need for Speed Underground 2 Serie. Ich denke, es wird auch ein paar Mal vorkommen, dass ich die falsche Taste drücke. Das ist noch manchmal mit dem Spiel los. Wir haben jetzt schon, denke ich mal, so einen 2-Sekunden Vorsprung. Ah, jetzt holen sie auf. Wo guckt man denn nach hinten? Nein, da driftet man ein bisschen zu viel. Es sind 3 Runden, Freunde. Das war schon mal die erste. Ab in die zweite. Der Typ hat ja eben gesagt, wenn wir das Rennen gewinnen, bekommen wir viel Geld. Ich denke, das Geld wird dann da sein für unser erstes Auto. Bin mal gespannt, was da so zur Auswahl steht. Ich denke auch, dass ein paar schöner japanischer Wagen dabei sein werden, weil am Anfang bekommen wir hier direkt den Skyline, den werden wir wahrscheinlich auch erst ganz am Ende frei bekommen. Ich möchte auch ganz ehrlich in dieser Folge nicht, also in dieser Folge, in dieser Serie nicht so viel Skyline fahren, weil die Autos, die haben wir ja so gut wie in jedem anderen Spiel. Ich möchte mal gucken, was es da noch so alles gibt. Supra haben wir ja schon in Underground 2 momentan als Auto. Deswegen wäre ich mal dafür, dass wir uns ein 350 Set oder sowas nehmen. Das Spiel ist von 2003 oder von 2004. Ich weiß nicht mehr so genau. Oder vielleicht auch einen schönen 200 SX, wenn es den gibt. Vielleicht ist auch was Schönes Japanisches, Schönes Amerikanisches dabei. Haben wir schon mal gewonnen, Erster. Ich denke, jetzt kommt der Typ wieder. Nein. Ja, es werden uns erstmal richtig hart gefeiert hier. Sieht ja richtig geil aus, die Kiste.
Okay. Hell yeah. Here's your split. Now go buy yourself a ride. Take money. I gotta go bail Eddie's dumbass out of jail. Okay. Haben wir schon mal Geld bekommen? Jetzt suchen wir uns mal eine schöne Kiste aus. Oh, ein schöner Eclipse. Was haben wir denn hier noch? VW? Naja, da bleiben wir mal, denke ich mal, eher weg. Celica wäre vielleicht was für den Anfang. Oder ein MR2. Ist auch ganz schön. Ich habe da ein bisschen den Popschutz im Weg. Ich wollte dir gerade schon sagen, da ist ein schöner 86er Corolla. Haben wir noch nicht frei, die Kiste. Schade. Damit so bischi könnten wir was... Den haben wir ja auch schon, den GST. Ich finde den hier ja eigentlich ein Tick schöner. Ist ja der vom ersten Fast and the Furious. Deswegen würde ich mal sagen, holen wir uns... Obwohl, den Eclipse, da hatten wir auch schon mal in Underground. Zuliebe der Abwechslung gucken wir mal, was wir hier noch alles haben. Ach, da gehen wir zurück. Toyota Celica wäre auch eine Option. Subaru vielleicht schon frei. Dann schön Impreza oder sowas. RX7 haben wir natürlich ja nicht frei. Da gibt's auch nur den RX7. MX5 wäre da auch noch eine Option gewesen. Aber den gibt's in dem Spiel leider nicht. Deswegen würde ich mal... da ist auch ein anderer. Ist nicht der WRX SDI. Ist eine schwere Wahl. Ich denke, wir holen uns die Celica. Ich denke, die wird ganz gut sein. In einem schönen Blau natürlich. Nehmen wir aus. Natürlich, bei Spielen hole ich immer Automatik. In echt wäre das natürlich ziemlicher Bullshit, klar. Aber ich möchte es in einem Spiel, wo ich eh noch nicht so gut kann. Listen, man, you're only gonna get so far in a stock ride, yeah? Go check the garage and see what upgrades they got. Nicht unbedingt mit, mit manuell dann auch schalten. Ich muss mich hier allein schon ein bisschen darauf konzentrieren, weil das Auto verhält sich viel anders da. Ich denke, die Erfahrung zu dem Spiel werden wir noch später irgendwann haben. Ist ja auch nichts Großes. Ist wie jedes andere Rennspiel im Prinzip aus dieser Zeit auch. Fühlt sich zumindest mal so an. Obwohl die Kiste sehr schnell ausbricht. Also was in Just 2 oder Need for Speed Underground 2 nicht so extrem ist. Performance Upgrades machen wir am Anfang. Fangen wir hier bei der Engine an. Machen wir schön ready drunter. Ja, natürlich das. Wie viel haben wir da? 13.000 haben wir insgesamt zur Verfügung. Ach, falsche Taste. Dann noch ein Koni-Fahrwerk drunter. Ach, natürlich. Komm. Get low. Legen wir die Kiste schön tief. Dann noch einen schönen Auspuff. Auch. Ändert sich da was? Haben wir den einfach mal drunter. Ah, dann ein schönes... Naja, ist auch kein so großer Auspuff da hinten. Was ist das denn? Nitro-System, auch ganz nice. Natürlich Venom, das kennt man ja noch von Underground 2, Freunde. Da hatten wir das, glaube ich, auch. Oder haben wir da noch... Sind ja alles Marken. Obwohl man ja allgemein zu Nitro noch sagt. Warum auch immer. Ist eigentlich so die bekannteste Nitro-Hersteller. Turbo, was nehmen wir hier? Credit, komm, da haben wir auch schon... Jetzt hat's. Ja, irgendwie... jetzt... Ja, 5, 6. Hauen wir das auch schön drunter. Elektronik, auch wichtig. Nehmen wir auch Credit. 5, 6... Was ist das denn? Ach, noch Elektronik. Bringt jetzt eigentlich mal nichts. Ich schaue es trotzdem mal drauf. Brembos. Ganz wichtig, Freunde. Müssen die Kiste ja auch zum Stehen bringen. Ich denke, da reichen diese. Yokohama Reifen hauen wir auch noch drunter. Die für 900 wird wahrscheinlich besser sein, weil es auch teurer ist. White Village Pro machen wir auch. Da haben wir noch nichts frei. Schade, schade, schade. Ich muss den Popschutz da echt ein bisschen niedriger ansetzen. Ich habe das ein bisschen im Weg. Felgen. Machen wir voll drunter. Komm, die sind halt bekannt. Oder? Ich hätte gerne 18 Zoller. Hier sind auch schon welche. So sieht das Ganze hier ganz nice aus.
Was machen wir hier noch? Bodykits? SeaWest? Natürlich. Boah, Freunde, das sieht jetzt richtig brutal aus. Schönes Auto. Hoi, Alter, Upgrades. Alles klar, ey, sicher. Haben wir jetzt alles dran? Ja, so sieht. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, erste Event geht los. Okay, da konnten wir scheinbar sofort hinspringen. Ich habe da einfach zurückgedrückt und das ist dann auch scheinbar die Series One natürlich. Hauen wir erstmal raus. Wer fährt denn hier? Der Brian? Ist aber nicht der O'Connor wahrscheinlich. Adrian, Mike, ich würde mal sagen, wir tippen mal auf den MR2 in die Mitte. Müssen wir nicht alles sofort setzen. Ich mach da ein bisschen das Mikrofon darunter. Riech ich ein bisschen besser. Ich hoffe, dass man das gerade nicht gehört hat. Boah, wenn wir hier noch selber schalten müssen. Freunde, wir werden sowas von im Arsch. Es sind im Übrigen MPH auf der Seite. Nicht, dass ihr euch jetzt da wundert. Zum Glück kann man die Seiten noch wegkicken. Hat da gerade wieder sowas gerappelt? Telefon oder was? Also in dem Spiel natürlich. Ich wüsste zu gerne, wie man zurückblickt. Da geht's auch nicht. Also ich lasse jetzt einfach mal meine Finger davon. Handbremse habe ich auch noch nicht gefunden. Ich habe da in den neuen Spielen eh mal ein bisschen Angst, wenn ich da großartig da die Sachen ausprobiere, dass ich da irgendwas falsch mache. Und dass man dann auf die Fresse bekommt, wieder mit Kreisbremsen. Das ist das auf dem Xbox-Controller B. Ist für mich immer so gewöhnungsbedürftig, wenn man 10 Jahre PlayStation gespielt hat und hat dann einen Xbox-Controller in der Hand. Aber es geht. Ihr habt die Erfahrung, macht ihr ja bestimmt auch. Es gibt eigentlich keine guten PlayStation-Controllers für den PC. Haben wir mal schön. Sind aber immer noch Erster. Sind immer noch Erster, ist noch nichts verloren. Komm, schalt einen Gang runter, jetzt geht's weiter. 7000 Umdrehungen macht er, der kann das Ding aber ruhig mal ein bisschen in den Begrenzer ziehen. Er schaltet ein bisschen früh. Obwohl die Kiste geht im vierten Gang gar nicht nach vorn. Ist ja wie in der Fahrschule, das Fahrschulauto, dynamischer Golf, was ist es dann, 6 oder so mit 105 PS und dann noch ein Diesel, also geht gar nichts. Aber zum Glück kann man sich ja aussuchen, was man später in echt fährt. Ich wüsste zu gerne wirklich, wie man zurückblickt. Ich werde das für die nächste Folge auf jeden Fall mal noch recherchieren. Ist wieder so ein Mix aus Tastatur und Controller. 2003 gab es ja noch keinen Xbox-Controller. Deswegen ein bisschen kompliziert gerade. Obwohl das Spiel den Controller erkannt hat. Boah, jetzt haben wir die Kurve auch mal geschafft. Was haben wir hier immer für einen riesen Vorsprung? Sind schon in der letzten Runde. Der TRD-Wing da hinten, also der Spoiler der auf dem Kofferraum, war der eben auch schon drauf oder gehört der zum Bodykit? Ich glaube, den haben wir bekommen. Ist ja richtig geil, so Supra-Style. Oh! Ach, Gott sei Dank. Gerade so geschafft. Ich war da einen Tick zu schnell. Ich habe schon so gespürt, dass der Controller langsam weggeht. Beziehungsweise, man merkt das irgendwie. Obwohl es im Spiel leider kein Force-Feedback gibt für den Controller, also der vibriert nicht oder so. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Bekommen noch kein Geld. Yeah, Freunde. Noch keine Mucke da. Ich hoffe, dass das auch mit Copyright alles in Ordnung geht. Ich habe auf jeden Fall die Musik ausgestellt. Dass sie hier dann trotzdem noch kommt, ist ein bisschen fragwürdig. Gegen wen fahren wir denn jetzt? Kommen wir ja vorne mal den A-Train raus. Der war ja ziemlich weit hinten. Wir hatten da ja eigentlich schön Vorsprung. Ja, komm, let's go. Es nickt sie wieder nach hinten, alles klar. Boah, schön Wheelspin gehabt mit Frontantrieb. Obwohl die Kiste hier gar nicht so viel Dampf hat, da oben zählt es irgendwas. Ich glaube, da kommt man so die 20er. Ich habe auch noch nicht so richtig ausgefunden, wo das Nitro platziert ist. Ich habe da auch eben schon alle Tasten einmal gedrückt, wo wir rausgekommen sind. Hat sich nicht aktiviert. Hoppla, jetzt ist der Adrian vorne. Wir dürfen ihn nicht auf die Fresse bekommen. Entschuldigung, MR2, ich wollte dich ja nicht rammen. Tut mir leid. Weiter geht's. Komm, jetzt haben wir nur noch 10 Punkte da. Ich verstehe das ganze Programm nicht. Vielleicht wäre jemand so nett, wenn er das Spiel kennt und wird das mal in den Kommentaren irgendwie
erklären. Ich habe keine Ahnung, für mich ist das Spiel neu. Ich habe das früher auch nie gespielt. Ich habe es auch erst vor circa einem Monat erfahren, dass es das Spiel überhaupt gibt. Hat leider nicht so viel Promo gemacht wie die alten Need for Speeds, weil die kennt ja eigentlich jeder, auch wer die Spiele nicht gespielt hat. Deswegen finde ich es schade, dass man das Spiel hier nicht kennt. Ich finde sogar, es ist besser als Need for Speed Underground 1. Need for Speed Underground 1 wird auch noch auf dem Kanal kommen. Aber allein schon hier in dem Spiel gibt es noch Cops, habe ich gesehen. Zumindest mal in der Vorschau. Habt ihr ja am Anfang auch gesehen. Gab es ja Polizei. Ich denke, mit der werden wir auch noch konfrontiert werden, wenn es sie überhaupt gibt. Vielleicht war es auch nur so ein Effekt, um das Video interessanter zu machen. Boah, fuck, da waren wir ein bisschen schnell. Egal. Boah, der Imprezzer, der verfolgt uns, Freunde. Der ist so nah hinter uns. Müssen mal gucken, da vorne ist schon die Ziellinie. Letzte Kurve. Die hat es, wie ihr wisst, in sich. Da musst du aufpassen, das Kissen nicht aus. Nicht ins Rutschen kommt. Ist ja ein Frontkratzer mit Frontantrieb. Haben wir immer noch kein Geld bekommen. Vielleicht sind es 3 Events. Boah, die Kiste sieht schon ziemlich zerstört aus. Okay, gegen wen fahren wir jetzt? Gegen den Brian. Ah, wir fahren gegen alle 3. Jetzt verstehe ich das Spiel. Und los geht's. Let's go. Wieder vorne. Gegen wen haben wir jetzt eigentlich gerettet? Gegen den Brian? Was für ein Auto war das? Ich glaube, das war auch ein Impritzer. Habt ihr jetzt gar nicht so aufgepasst wie sonst? Oh, die Kurve da, die ist ganz spitz. Die ist ganz kriminell. Oh ja, gerade noch so rumgekommen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr so Speed Racing Syndikat findet. Ich würde einfach mal sagen, wir vergleichen es mal mit Just It 2 und Need for Speed Underground. Oder Just It 1, würde eigentlich besser passen. Ich habe aber Just It 1 nie gespielt, ich besitze das Spiel auch noch nicht. Es steht auch noch auf meiner Wunschliste drauf, ich wollte mir das auf jeden Fall noch kaufen. Allerdings, das Spiel ist irgendwie schwierig zu bekommen, wie ich zum Beispiel das erste 4, wenn ihr das Horrorspiel kennt. Das hatte sich meine Cousine gekauft, also der ihr Freund. Und das ist scheinbar richtig schwierig zu bekommen. Die werden ja teilweise noch mit 50, 60 Euro gehandelt, obwohl es 2008 ist. Oh Mann, das Spiel ist ja von 2003 noch älter. Das habe ich auf Glück bei eBay gefunden. Ich habe gar nicht wirklich... ich habe es einfach gefunden, habe mitgeboten, habe es bekommen. Richtig cool. Und ich finde, es sieht auch in der Grafik hier ganz, also für das Alter dementsprechend ganz geil aus, sind immerhin schon 720p unterstützt, was ja 2003 noch nicht war. Die ersten HD-Fernseher kamen 2005, 2006, da muss man auch mal ein bisschen das bedenken. Jetzt gehen wir in die letzte Runde, scheinbar nur Rundkurse verfügbar zu sein. Ja, was das soll, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch noch Sprints. Ich denke, es wird noch Sprints geben. Es muss ja ein bisschen Abwechslung im Spiel sein. Bei jedem Tag hier dann Rundkurse zu spielen, da habe ich dann ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Vielleicht gibt es sogar noch Trifts. Obwohl wir dann müssen ein anderes Auto noch holen. Wir haben die Gegner gerade schön abgehangen. Gucken wir einfach mal. Beste Runde 48 Sekunden. Momentan sind wir bei 30, obwohl die Runden ja sehr, sehr schnell zu Ende gehen. Also 3 Minuten pro Rennen, so lang brauchen wir in Underground 1, Underground 2 ja auch. Gott, bin ich Need for Speed geschädigt. So, da vorne ist die Ziellinie ab durch und dann haben wir das Event gewonnen. Ich denke, es müsste dann eigentlich alle... Ja, bekommen wir kein Geld? Okay. Series 1. We want the und $4,000. Okay. Haben wir mehr Geld? Und ich würde sagen, an dieser Stelle, danke fürs Zusehen. Lasst doch ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Abonniert den Kanal, um mehr zu sehen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. An dieser Stelle, danke fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.